lieben Freunde, Jonas hier. War natürlich ein Spaß. Hallo meine lieben Freunde, Jonas hier und willkommen zum neuen Assassin's Creed Origins Video. Heute zeige ich euch, wie man in Assassin's Creed Origins The Curse of the Pharaohs oder der Fluch der Pharaon auf Deutsch das neue Schild bekommt. Ihr müsst nach Het Set oder nach Heb Set kreisen in die eine Afterlife Location und nimm dann die Quest an, Follower or Leader. Dann steht da nämlich ein Mann und der gibt euch eine Mission. Werdet ihr jetzt auch sehen. How can I hope to best those beasts? Father can command all he wants, but I am no warrior. Your father has you hunting scorpions, boy. Boy? Another come to patronize me? Forgive me. I am tired of trying to make him understand. Him in his damn trials. I do not want to walk his path now. Bayek, you wish to choose for yourself. Tell me of this ceremony you risk your life for. He thinks it will make me a man. Accept my responsibilities. Recover the symbols. Strength, protection, power. Folklore and fallacies. But you do not want to defy him, even if that means oblivion. Perhaps I could be your champion. And what would that make me? A coward? A failure? Ah, smart. Such trials are not the only thing that make a man. I will teach my son this. By Ra's light, you are right, Bayek. I will wait for you north of here. So, wenn dann die Cutscene zu Ende ist, dann nimmt ihr die Quest an und geht zu dem goldenen Skorpion. Nicht die drei da hinten, sondern nur diesen goldenen. Und holt das Blut von ihm. Das ist easy. So. Dann habe ich einmal hier einen Predator-Shot geschossen. Dann noch ein Predator-Shot. Und dann der letzte zum Finish. So, dann aber Looten und Golden Scorpion Blood ist das Quest-Item. Dann kehren wir mal wieder zu dem Typen zurück. Jetzt wird ein Skorpion nerven. Gar keinen Bock. You need to be anonymous. Mach da einfach Gift auf meinen Arsch. So. Dann ist er auch weg. Jetzt können wir auch mit dem Mann reden. Und wieder eine Katze. You did it? You got the blood? Was it terrifying? Pitted against a fearsome foe, not knowing if you would live or die? You have a way with words. Do you think? My dearest wish is to be a scribe. Does your father know this? The mighty warrior? It would shame him to have a writer for an heir. He will want his legacy to be a good son. What is our next trial? The symbol of protection. We must steal an Ankh from the caverns of the Valiant. Can it be desecration in the realm of the dead? I will return to you when I have it. For the final trial, come find me at the end to the caverns. So, wenn die Cutscene beendet ist, dann gehen wir einmal zu den nächsten Locationen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Jetzt kommt ein Cut. Bis gleich. So, wenn wir dann da angekommen sind, dann ist hier eine Festung. Nicht sehr groß. Habe ich einmal Sendo genutzt und den ganzen Gegner markiert. So. I should be cautious around here.
So, dann ziehen wir uns einmal hier ran. Ich habe die Wachen alle nacheinander ausgeschaltet. Anders ging es halt auch nicht so, weißt du? Weil der eine Typ stand direkt da vorne. Vor dem Dings. Und ja. Hier mein Sleep da verwendet. Wurde ich einmal entdeckt. Aber egal. Aua. Na, zack. Na, zack, der nochmal Overpower Chain Throw geworfen. Zack. Der ist nicht gestorben. Jetzt aber. Bam. So, der ist tot. Zack. Und einmal Finisher Move und wir sind wieder. Ja, unentdeckt, ne? So. Dann jetzt haben wir hier Sneaky Peaky weiter. Haben wir mal diese beiden vor mir ausgeschaltet. Einmal auf Power Attack. Und zack. Step, 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 step. Zack, zack, zack. Hätten wir wiederbelebt. Aua. Oh, zack. Das ist nämlich nicht das, was wir wollen, das legendäre Waffe. Dann einmal den hier. Zack, 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 zack. Bam. So. So, zack, dann ist der auch tot. Und dann müssen wir einmal hier drunter sliden. Das ist ja eine Exploration Area. Oder ist es auch direkt? Nicht das. Aber das da. Das Ankh. Aber habe ich aber nochmal hier alles gelootet, was mir gerade so im Weg war. Dann haben wir hier durch den Crack durch. Setna's Vater needs to show him a tenet of manhood. Protect those in your care. So, haben wir die Education auch completed. Schön viel XP bekommen. So, dann müssen wir mal wieder zu dem Mann hin. Und der gibt es dann noch eine nächste Aufgabe. Such a small thing? Was it very hard to get? Did the spirits of the fallen scream and shriek? Wrap their icy fingers around your throat? Hey, you have a vivid imagination.
It is both a blessing and a curse. Hmm. What happens when the trials are done? I will confront my father. Do you think he will hear me? Stand strong and proud. He will hear you. The last trial is to take the Pharaoh's pastiche from the great sand sea. It will be spewed forth from the desert. The symbol of power is the beard. A boy is a boy no longer with hair on his chin. I will meet you at the Sanctum of Hasiesa. So, dann müssen wir zu der nächsten Location. Ja, wir müssen einmal das Prestige finden, oder wie das da heißt. Und ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich. Es kommt jetzt ein Cut. Und ja, bis gleich, ne? So. Da sind wir wieder. Mein Ziel ist sehr nah. Das sind jetzt hier diese drei Leute da unten. Und der Große hat dieses Prestige. Oder Prestige, weiß nicht, wie das genau heißt. So, dann haben wir mal unseren Speer rausgeholt, ne? Und dann haben wir die kurz weggemetzelt. Oder ich, eher gesagt, nur. Tak, 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 bam. Bam. So, dann kommt immer ein Finisher-Move. Bam. So, dann haben wir das Pharaoh's Prestige. Oder Prestige. Prestige. So, dann sind wir jetzt hier am Turm angekommen. Da, wo wir hin müssen jetzt. Und da unten wartet unser Mann wieder. Da unten ist er. So. Cutscene. Jetzt Cutscene, glaube ich, sofort. So, da ist Cutscene. Keeper of harmony and balance. My father. Your trials are completed. Your will done. But I will not follow you. My path is my own to walk. Und da erwacht der Pharao Ramesses. Sein Vater. Then go with Ra, my son. You are not the lion leading an army of sheep, Bayek. But their destinies are forged in the flames you lit. Let that bring you peace. Okay. Nice Cutscene auf jeden Fall. Komm hin, komm. So. Auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr das Schild bekommt. Mats Sorrow. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.